Die Grundidee der neuen Make-up-Linie ist, dass wir einfach die verschiedenen Facetten einer Frau herauskitzeln möchten und zeigen möchten und einfach zeigen möchten, dass man mit Make-up wirklich sehr, sehr viel kreieren kann. Man wirklich, ich sag jetzt fast schon ein bisschen zaubern kann, Magie, beziehungsweise mit den richtigen Techniken kann man wirklich aus einem Gesicht ganz, ganz viele verschiedene Gesichter machen. Begrüßen Sie mit uns unsere Jill mit dem Look Pure Warm. Wie man wirklich gut erkennen kann, es geht bei diesem Look nicht darum, sich zu verkleiden, sondern es ist lediglich so, dass man wirklich einen ebenmäßigen, ganz natürlichen Teint im Prinzip schminkt. Einen großen Applaus für unsere Jana. Es geht jetzt wirklich um die Augenbraue. Und die Augenbraue, die American Eyebrow, hat halt einen bestimmten Look. Und zwar fängt die vorne ganz weich an. Es geht halt wirklich darum, im Prinzip eine weiche Kontur vorne anzusetzen. Das Auge sollte wirklich, also die Augenbraue sollte zwei Drittel ansteigen, ein Drittel abfallen. Es gibt ja wirklich die verschiedenen Trends. Und Augenbrauen sind halt wirklich dazu da, um zu kommunizieren. Ladies and Gentlemen, einen großen Applaus für unser Model Martina mit Crazy in Love. Konzentration bei einem sinnlichen, sexy, verführerischen Look auf die Augen. Katzenaugen ist das große Thema, Lippen schön glossig, die Haut einfach natürlich, glamourös, leicht mit diesem Glow. Ladies and Gentlemen, welcome! Masha mit dem Glam-Look. Wir haben einerseits im vorderen Bereich zum Beispiel mit Brauntönen gearbeitet, um wirklich diese Verlockung zu bilden, dieses, oh ja, da geht schon was, oder? Mhm. Aber im äußeren Bereich haben wir mit einem dunklen Violettton gearbeitet, also eine distanzierte Farbe, die sagt so, Jana und Jill mit Urban, Nature. Elegance und Nature. Egal. Ist jetzt zum Beispiel der intensivere Look, wenn man sagt, das Augen-Make-up darf im Vordergrund stehen, dann mit Grün-Nuancen, trotzdem noch mit diesem Glimmer darüber. Wir haben einen wunderschönen bräunlichen Ton. Das hat die intensive Variation und einmal die leichtere Variation in Kombination, auch wenn man mag, mit kräftigeren Lippen. Ja, also die Augen, da zieht gegen ganz, ganz dezent. Da geht es wirklich nur um den toffeefarbenen, cremigen Lidschatten. Eine ganz neue Textur, die fantastisch und vor allem auch, ich sag mal, kundenfreundlich ist. Open the town that is famous as the place of movie scene.